Und es ist nicht schlimm für mich. Ich kann ja allein in die Natur raus. Im Garten ist viel los. Die Frösche sind jetzt im Biotop. Bei den Vogelhäusern kommen die Vögelnesten rein. Rire, c'est bon pour la santé. Die Schweizerinnen und Schweizer finden während der Corona-Krise immer kreativere Ideen, um ihre Freizeit zu gestalten. Ein bisschen rausgehen und ein bisschen reingehen. So lässig, also keiner von uns wäre da irgendwie lieber am Strand gelegen. Das ist nur halb so glatt. Ich muss jetzt einfach nicht so viel in die Schule gehen und kann daheim vielleicht so coole Sachen machen. Das ist super lässig. Malen oder mal lesen und einfach sonst ein bisschen Zeit geniessen. Ich persönlich habe jetzt ein paar Schilder gemalt. Und was machen die Bürger in ländlicheren Teilen der Schweiz? Ja, genug zu tun. Ich habe mir eine Lismen dazu getan, die relativ schwierig ist. Man darf auch wieder auftun. Also, es ist kein Problem. Das ist cool, würde ich jetzt sagen. Ich merke es ein bisschen beim Arbeiten natürlich. Das ist klar, ich bin jetzt in der finalen Phase für mein neues Buch, das im Mai rauskommt. Ich habe nicht mehr Verlag. Aber glücklicherweise kann man mit Homeoffice heute viel machen. Mit Homeoffice probiert auch die A Cappella-Band Bliss. Achtung! 2, 3, oh! Das ist ein Misserfolg, das muss man akzeptieren, da muss man dazu stehen. Andere Bands kommen mit der digitalen Videotechnik besser klar. Wir können so fucking stolz sein darauf, dass das Schweizer sind. Grosskind sehe ich auf dem Skype. Also von dem her ist gar nicht so schlimm. Für mich. Baschi weiss, wie das Zuhausebleiben noch besser zu ertragen ist. Ich habe ein wunderbares Mise en Place, so wie ich es gelernt habe in der Schule. Wir haben hier ein bisschen Herdöpfeli, wir haben hier Stangensellerie, wir haben hier ein bisschen Felch, aber drauf geschissen. Tomaten. Wir haben hier ein bisschen Gewürz. Ja. Ja. Und ich habe das Gefühl, euch zwei geht es schon recht gut. Um euch zwei muss man sich keine Sorgen machen. Ich muss auch meine Kamerafrau zeigen. Die macht das super. Unsere Kameramänner sind halb so schön. Ja. Auf den Alkohol, den Ursprung und die Lösung. Sämtlicher Lebensprobleme. Jetzt hoffe ich natürlich auch alle, die nicht ganz in einer so guten Situation sind wie ich, dass die ihre Zuversicht ja nicht verlieren und daran glauben, dass es doch hoffentlich schon gleich wieder besser wird. Merci à vous tous. Rire, c'est bon pour la santé.